Ein 7 Meter hoher Baum ist am Donnerstag in Bremen auf einen stehenden Zug gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Feuerwehr in Bremen mit. In dem Zug saßen etwa 50 Reisende. Nachdem der Strom in der Oberleitung abgeschaltet worden war, zersägte die Feuerwehr den Baum mit einer Kettensäge und transportierte ihn ab. Der Zug konnte seine Fahrt danach fortsetzen.